nächste Folge startet hier gleich. Genau. So. Ready schon mal. Ein Sieg, 423 Punkte, okay. Bisschen Geld auch verdient, aber es ist noch ein weiter Weg. Also knapp 10.000 Basiserfahrung brauche ich noch. Am Samstag werde ich ja wieder einen Livestream machen. Bis dahin werde ich wahrscheinlich den Code aktivieren mit dem Premium wieder. Warum ich ihn heute nicht aktiviere, ist, weil ich ja morgen einen Livestream mache mit dem Simon. Da mache ich einen Livestream auf dem Landwirtschaftssimulator. Und dann würde ich ja quasi einen Tag verschenken hier. Das wäre schade. Der D-Day Pass. Ach so, oh ja, ja. So. Du hast dir deine Garage nochmal durchforstet, was gefunden? Oh ja, ich hab. Ja. Und ich kann auch. Ich fand und einen ich Saft. Kann. Oha. Ich habe mir die andere Artillerie ausgesucht, Stefan, die mit dem 15 cm Geschütz, die nämlich jetzt aus Stun-Wirkung verschießen kann. Und. Jetzt spielst du quasi Command & Conquer. Jetzt natürlich auch viel zu trainieren, deswegen die Crew, die kann ja mit 100% Grundausbildung wirklich gar nichts extra. Nee. Hab allerdings hoffentlich noch ein paar Schulungsbücher für Deutschland, die würde ich ja gnadenlos hier reinklopfen. Denn ich besitze die deutsche 5er Artillerie und auch die 6er Hummel. Diese 4er hatte ich tatsächlich auch schon mal, aber... Also der Vorteil ist ja, wenn du die reinsteckst, die kannst du ja dann quasi ja wieder wechseln, ne, die Crew. Nee, das kostet immer alles Gold. Wenn bei mir ich 100% Wirkungskraft erhalten will. Du kannst sie übersetzen, aber die fangen damit 100, mit 60% Grundausbildung nur noch an. Also auch wenn du gleiche Arti hast und alles. Von einer Arti in die nächste verliert die Ausbildung von 100 auf 60%. Dann kannst du natürlich 50 Gefechte spielen, dann hast du die 100% wieder voll. Aber dafür sind die ersten 50 Gefechte auch die Hölle. Weil du mit 60% Zielgenauigkeit, 60% Nachladezeit weiterspielen musst, um diese 100% Grundausbildung wieder zu erreichen. Also ich bin der Meinung, das ist schon ganz schön teuer. Oh ja. Das dauert auch echt lange. Das ist schon ganz schön teuer geworden. Mein Luxi. Mal gucken, ob das der Bartmensch ist. Der spielt nämlich auch. Das habe ich wohl gesehen. Da kommt die Stufe 3. Aber der spielt glaube ich nicht mit dem Altenmeiser. Siehst du, da habe ich ihn minus 73. Sehr schön, 13 Sekunden noch. Hier ist allerdings auch niemand, der mich spottet, wenn der hier gleich ankommt. Da soll mich keiner spotten, da soll mich einer verteidigen. Mist, ich bin auch schon gespottet. Ja, da kommt der Lux auch schon. Jetzt kommt der T3 Convertible wohl dahin. Zieh die zurück, mir kommt. Moment, habe ich zum Glück einen, der mit dem Lux hier spielt. Drehung, jetzt kümmert der sich um mich. Boah. Okay, Mikro aus, alles gut. Alles gut, zum Glück ärgern mich. Oh. Wir haben mich doch jetzt um den Lux kümmert. Zum Glück ärgert mich das nicht. Ja. Außerdem habe ich angefangen, nicht? Ich habe zuerst auf ihn geschossen, das ist natürlich gnadenlos richtig. Na gut, aber jetzt habe ich immer einen Zeit in der Garage nach meinen Trainingsbüchern zu gucken. Und Ausbildungsbüchern. Muss mal sehen, was mein Quartiermeister so sagt. Ob der weiß, wo er die Ausbildungsbroschüren hingelegt hat, die brauchen wir jetzt. So, zwei habe ich jetzt schon.
Ah, 7 zu 3 ist noch nicht verloren. Oh ja, und du bist ja auch schnell mit dem 14 TP. Da bist du auf dem richtigen Weg. Da kommt der S35. Auf jeden Fall die Goldmunition durchladen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Jetzt brauchst du theoretisch ja nur noch einen Treffer auf einen der drei Gegner, die da sind. Ich hab ihn. Und jetzt? Stecken. Jetzt würde ich wirklich hier oben hinfahren. A1, vergiss deine Kollegen, völlig egal. Wir führen sowieso schon mit 8 zu 4. Die Chance, dass wir die Runde noch verlieren, ist also eigentlich, wenn nicht war es gleich 0, muss eigentlich so sein. Aber was war es? Ja, keine Ahnung. Das könnte ja nicht der erste Torjäger sein. Oder kann ich doch? Doch, kann ich doch. Hinter uns sind sie schon. Ja, ja. Vorhin sind wir drei an der gegnerischen, an unserer Feier angekommen. Da darfst du dich dann den natürlich auch nicht erwischen lassen. Fahr da nicht hin, Stefan. Die sind doch alle jetzt nicht mehr weit weg. Die sind doch hier. Das siehst du doch auf der Minimap. Ja, ja, ja. Die haben sich gerade den Luft aufgelöst. Super, alles gut, genau. Es ist ja wollte halt vielleicht noch einen letzten Schuss rausnehmen, weißt du? Brauchst du nicht, würde ich darauf verzichten, dann bevor du das Risiko gehst, dass du verlierst die Runde noch. Oder dein Ziel und die Mission. Oh. Dann würde ich dann lieber denken, gewinnst du alle anderen Gefechte, die jetzt hinterherkommen. Und außerdem ist es ja so, dass du jetzt sicherlich, wenn du die Mission erfüllt hast, auch eine neue bekommst, ne? Ja. Ja. Destroy all friendly tanks. Ja, zum Glück Gottes nicht mehr. Das schaffen wir ja auch irgendwie früher oder später wieder, ja. Boah, ich weiß das noch, als das noch ging. Ja, das stimmt, ja, das war die Hölle, ja. Aber wir waren zum Glück meistens so unwichtig, dass mir das nicht negativ aufgefallen ist. Mission completed. Ja. 35.000, yeah. Oh. Ja, nicht viele Punkte kassiert. Ich war aber auch nicht letzter. Oh, was habe ich denn da? Medium Tanks. Bin ich bei 7? Alle anderen sind komplett. Was muss ich bei 7 machen? Cause damage to any SPG by shooting. SPG ist ganz alt, Selbstfallerfetten, okay. Also Artillerie. Ja. Ich sag das denn ungern, aber das ist tatsächlich so. Muss jetzt mal eben sehen, bevor ich mit dem Kameraden hier losfahre. Also muss ich doch auf dich schießen. Da steht nicht auf mich. Doch Enemy, ah, Mist, steht Enemy drin. Genau, ja, da steht zum Glück extra dabei. Ja. Damit das nicht noch falsch verstanden wird. Okay. So, wie viele Punkte brauche ich noch für Battle Pass, damit der voll ist, der Raphael? Nochmal eben sehen, habe ich 8. Da muss ich hier in die Mannschaft gehen. Sense, Retrain. Hä? Nicht zu blöd, oder was ist denn hier los? Okay, 2 Token, da kann ich natürlich nichts holen. Okay, da kann ich sowas holen. Achso, ich wollte noch gucken, Depot. Deutschland. Eigentlich kann man hier doch auch noch immer Rekruten sich anzeigen lassen. Ja, das also. ist ein bisschen arg umständlich gemacht. Mhm. Wollte eigentlich nur wissen, ob ich auch noch Rekruten habe. Das ich habe noch einen Ami. Ja auch, das alles schon mal gehabt und gekonnt. Ami und Deutsch habe ich doch, okay. Jetzt im Moment kriege ich hier nichts raus. Okay, okay. Das heißt, ich muss hier mal reingucken. Ich gehe mal in die Betriebsanleitung. Wir haben tatsächlich kleine Trainingsmanuals. Ja, okay, dann machen wir da jedenfalls eins schon mal rein.
1 schon mal rein. Also wenn ich ein Crewmember auf 92% habe und ich würde jetzt so ein Ausbildungsbuch nehmen, dann wäre er ja eigentlich über 100%. Bringt mir das oder verliere ich dann? Nein, also das liegt an der Größe deines Buches. Ich habe hier eben auch gerade eins reingemacht, mein erstes Ausbildungsbuch für die Artilleristenmannschaft, und die ist dadurch auf 51% gekommen, weil dieses Ausbildungsbuch 20.000 XP wert ist. Okay. Ich könnte bei der Stuck zum Beispiel um 2,71% nach oben. Genau. Genau, das ist dann nämlich vermutlich meistens immer nur so wenig, der Sprung, den du machst. Okay. Ja, gut, dann kann ich es aber machen, oder? Bei der Stuck oder soll ich woanders? Warte mal, Stuck ist 92%. Wenn du erfolgreich Stuck fahren willst, dann brauchst du eine gute Crew. Ja, ja, jetzt muss ich erst mal gucken, was hat der Lux? Bei Lux sind die bei 59% noch. 59 oder 95? 59 vermutlich. Genau, und wenn du es da reinschmeißt, dann bringt es prozentual viel mehr. Ja, deswegen. Und der Kommandant ist bei 90 auf dem Lux. Ja. Ja, und dem hilft es natürlich auch mehr, von 90 auf 92 zu kommen. Genau, da, genau, die gehen dann auf 10% nach oben. Weil bei dem die Sichtweite eben auch entscheidend und wichtig ist bei dem Lux. Oder eben die Tarnung, je nachdem, was du im Moment am meisten versuchst und machst. Oder habe ich den mal erhöht? Aber ich nehme natürlich nicht den Lux jetzt, sondern bleib weiter meinem T28. Es verbessert halt die Wahrscheinlichkeiten. Ne? Das ist also alles. Genau, damit ich einfach mäßig mal den einfach mal ein bisschen weiter grinde. Ich kann mein neues Fahrwerk entwickeln und bauen. Es fehlt noch der schnelle Motor. Aber jetzt kann ich immer eine große Funke einbauen. Das ist immerhin schon ein Tier-8-Funkgerät. Das ist natürlich hervorragend. Das kleine Funkgerät verkaufe ich. Das ist nur Stufe 3. Da habe ich sowieso zwei von. Da gibt es dann 300 Credits für. Ja, trotzdem ist nur 300 gibt. Ich brauche aber trotzdem nur eins auf Lager und nicht zwei. Das heißt, Kettenlaufwerk verkaufe ich auch. Das war dafür da, um aus dem Autohaus rauszufahren. Und jetzt bin ich ja auf der Straße. Das heißt, mir reicht natürlich ein Kettenfahrwerk. Mein tägliches Geschenk hole ich mir gerade ab. Das stimmt, das soll man auch immer machen. Was habe ich bekommen? Jetzt wäre natürlich die Ausbildung russisch gut. Large First Aid Kit. Gut, das, da habe ich 500 Stück gefühlt. Battle. Jetzt kommt Battle. Die haben wir früher mal verkauft, Large First Aid Kits, weil die aber 10.000 Credits bringen. Ach so. Das würde ich heute eigentlich gar nicht mehr machen. Ich weiß nicht, je nachdem, wie viele Anzahl du davon wirklich hast, kannst du die natürlich auch verscheuern. Über 30, glaube ich. Und neue Panzer kaufen. Nee, die würde ich aber nicht verkaufen. Die brauchst du natürlich schon. Ich fahre ja. Ja, wobei der Wartmensch meinte ja, der fährt mit dem großen Repair, mit dem großen Verbandskasten, oder ist ein großes Repair-Kit? Den Repair-Kit hast du gesagt, einen großen Werkzeugkasten. Ne, nee, First Aid. Also doch First Aid, also der Verbandskasten, ja. Genau. Ja, die kannst du natürlich auch einbauen und benutzen, bis sie verbrauchst, und dann kannst du ja selbst überlegen, ob du neue kaufen möchtest oder nicht. Ja. Also ein klarer Fall, haben ist besser als brauchen. Das ist richtig. Ich glaube, von dem ganzen Zeug her, nee, von jedem, glaube ich, irgendwie um die 600 Euro. Apropos haben, also nach der Schlacht muss ich ganz dringend eine Birle holen. Was habe ich denn Matthias unterbrochen? Alles gut, alles gut. Hast du deinen Kaffee fertig, Andrea? André. Ja, natürlich. Ach, ja. Ja, natürlich. So, wo fährt denn unser Ari hin? Also ich glaube, ich brauche gar nicht viel fahren zurzeit. Ich glaube, du dürftest schon ein bisschen Entspannung haben. Relativ sicher, glaube ich. Aber man könnte natürlich mit der Artillerie auch hier oben ins K1 hinfahren, dahin schieben. Aber man kann natürlich schlecht auf die Nullerlinie schießen. Da fahre ich ja mal gerne hin. Und deswegen hätte ich auch Verständnis für jeden Gegner, der da ist. Und ich würde ihn auch sofort beschießen. Das sowieso ganz klar. Ich glaube, ich immerhin schon mal Insassen hier, die 50% ausgebildet sind. Ob ich auf die Nullerlinie
hochfahren kann. Ich vermute mal eher nein. Also allein für die Mission müssen wir jetzt zurückhalten. Erstmal gucken, wie unser Match geht. Und wenn ich sehe, okay, wir führen deutlich, dann muss ich quasi einen großen Bogen um alle rumfahren und die Arzis suchen. Welche Mission hast du denn jetzt eigentlich bekommen? Arti zerlegen. Killen, achso, okay. Also killen weiß ich nicht. Ne, Damage. Ja, gut. Nur damagen, okay. Ja. Jawohl, Volltreffer 373 an dem armen Covenanter, ich glaube, der wird jetzt traurig mit mir sein. So. Jetzt ist er tot. Der Rest von ihm. Ja, genau, der Rest von ihm. Ja. Das war ja auch nichts Persönliches, ich wollte einfach nur XP. Das sage ich auch immer. 9. Genau. Lux, ja, das wäre gut. Hier in der beste Platz, ich spot alles. Bei Matilda ist auch Geschichte. Dann hau ich mal lieber ab, ich kann da hinter diese große Halle hier nicht schießen. Da nämlich hin oder auch den F2 treffe ich nicht. Also bleibt mir nichts über, ich muss jetzt fahren. Du bist doch nicht schlimm, ich habe ja Ketten und kann ich auch fahren. Boah, wäre schlimm, wenn er abwachsen. Da oben ist die Sau, vielleicht kriege ich die von hier. Das wäre schlecht für sie. Nein, ist auch noch außerhalb der Reichweite. Na gut. Ja, Stefan, das kann tatsächlich noch ein Unterschied sein. Du musst es ja wissen, du bist ja die andere Artillerie der Stufe 4 gefahren. Ich kann mit dieser Artillerie nicht über die ganze Karte schießen. Die kann es nicht und es gibt auch kein neues Geschütz. Sie hat nur ein Geschütz und es bleibt auch immer so. Aber sie hat immerhin 15 Zentimeter. Das dann machen kann sie schon, aber man muss halt den Gegnern, den Teamkollegen hinterherfahren. Man muss wirklich ein bisschen aktiver spielen. Die andere Artillerie, die du hattest, du konntest ja immer stehen bleiben und trotzdem über die ganze Karte gucken. Ja. Und schießen. Welcher letzten Endes so wie mit der Grille auch. Ja. Für Schau und hinterherfahren. Ja. Da gibt es eben Unterschiede bei diesen kleinen Stufen noch. Das ist das Schöne, ab Stufe 8 oder sowas. Da muss man das ja eh nicht mit allen Nationen.
hier. Hm, wird ja, schwierig hier. In Matilda komme ich leider auch nie. Ja, ja, dein Problem ist einfach, da sind ja nur Stück 4 eingezeichnet auf der Karte und noch einer stand bei ihm da. Das ist natürlich wirklich schwierig und jetzt ist ja irgendwie dieser Steward schon so weit an mich rangekommen. Diese hat 6 wieder 20 Damage, die hat gar keins und die hat gar keins. Okay, ich brauche eine Munitionsart 1 laden. Aber blöde Situation, sie sind einfach wirklich überall. Ja, das ist richtig. Wir sind ja der letzte 2 jetzt nur, ihr 2. Ja. Boah, ich fasch gar nicht auf den. Eben gedacht, ob ich da an den Fischteich fahre, aber das ist dann auch irgendwie nicht gut möglich. Okay. Junge. Naja, gut, 390 Damage mit einem Schuss. War ja nicht nur schlecht. Und Stefan ist genau wie das auch bei deiner Artillerie ist. Ich kann keinen Ansetzer einbauen bei dieser 4er Arti. Den gibt es erst später in höheren Stufen. Aber er hat überlebt. Ja, aber nicht die Arti gefunden. Idee leider gut, aber. Ja. Ja, es hat vorsichtig gespielt, ist doch gut. Ich weiß nicht, was bringt es, wenn ich überlebe bei der Niederlage? Du musst keine Reparatur bezahlen. Richtig. Ja, stimmt. Meine Zerstörungsrate bleibt gut. Ich habe Sage 6 erfüllt bei irgendwas. Ich habe einen. Ich habe es geschafft. Turtles Einblendung kommt jetzt hier. Lachgas, Ding. Ich kann hier noch Rewards claimen, dann mache ich das doch mal. Style Upgrade. New Level of Party Wagon Style. Ah. Und ich habe Improves. Was? Ich glaube, das Fire Control System kann ich doch in meine Art hier einbauen. Das wäre doch sicherlich gut. Moment. Das Fire Control System, das muss doch auch sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich habe noch ein deutsches Trainingsbooklet bekommen. Das ist auch gut. Ach so, ja, hier kann ich die Dinger kaufen, okay. So, jetzt habe ich ein neues Crew-Member, aber wo tue ich denn einbauen? Auf der Matilda? Da habe ich ja Leonardo schon drinnen. Was kann denn der Barracks? Was kann denn der so gut? Der Herr. Leonardo? Wer denn? Der Leonardo, was kann denn der? Waffenbrüder hat er schon mal. Macht es Sinn? Hast du den da- jetzt? Bitte? Hast du jetzt einen zweiten von diesen Leuten gewonnen, oder? Ja. Ach so, dann behalte ihn, den brauchst du für die zukünftigen Panzer. Du wirst ja auch noch Stufe 5 KV-1 bekommen, hast du ja gesagt. Und dann brauchst du spätestens so einen guten Commander. Ja, wir können doch mal anderes auch drauf tun, so wie den Leonardo. Ja, nur wenn du ihn dann wieder umschulen willst auf den nächsten KV-1, bin ich der Meinung, wirst du Gold bezahlen müssen. Deswegen würde ich den also so lange noch behalten und noch nicht verwenden. Oder ist es gerade keine, ist es nur eine Aktion oder wie? Weil ich habe ja vorhin meine Crews hin und her gewechselt, habe nichts bezahlt dafür. Ja. Also ich bin der Meinung, das wird nicht immer so bleiben. Ich bin der Meinung, das wird irgendwann auch Geld kosten. Aber du steht dir natürlich alles völlig frei. Ne? Mach das ruhig, wie du meinst und kennst und so. Ich würde es nur angesprochen haben. Ich bin damit ein bisschen freigebig. Also hätte ich gesagt, ich tue...
nicht als würde ihn als Kommando nehmen oder in Matilda als Crew rein? Da könnte natürlich auch ein Rechtsschütze oder ein Fahrer werden. Das geht natürlich alles, aber mit den ganzen Skills, die er hat, ist er natürlich schon auch wertvoll, weil er eben auch schon anderen Panzern als Kommandant eben auch schon viele Skills haben kann. Weite Sicht zum Beispiel, oder er kann auch Mentor werden, um seine anderen Crew-Insassen schneller zu schulen. Das wäre natürlich auch alles sinnvoll. Okay, dann überlege ich es mir nochmal, was ich mit dem mache. Was sagst du, Matthias? Was, wie, wer, was? Ich war gerade geistig nicht da. Ich habe den Raphael jetzt gewonnen. Auf jeden Fall, Palder. Und ich habe den Leonardo ja schon drin, in der Matilda als Kommandanten. Und hatte gerade überlegt gehabt, ob ich den Raphael entweder irgendwo als Kommandanten einsetze oder zum Leonardo in den Tank, in die Matilda. Mit der Hoffnung, dass dieses Wechseln weiterhin noch kostenlos ist. Oder soll ich ihn komplett in der Kaserne lassen, erstmal für die 5er-Reihe dann später? Die Empfehlung ist, den zu behalten für den 5er oder 6er. Okay. Das wäre auch meine Empfehlung, ja. Okay. Das heißt, irgendwann mal muss ich halt für den Leonardo zahlen, wenn ich den umnehmen möchte. Für alle, ja. Jeden, der umzieht, wird das irgendwann Geld kosten. Also ich habe schon im Hauptaccount für einige Geld bezahlt, die ich dann genommen hatte. Ja, was ist jetzt, wenn ich jetzt die Grinde hier auf der Matilda, die haben jetzt super alle Waffenbrüder und dann komme ich in den nächsten Panzer und wenn ich den Panzer kaufe, kann ich da kostenlos noch andere mit rübernehmen oder ist es dann trotzdem kostenpflichtig? Das kann ich dir tatsächlich nicht versprechen. Ich befürchte, dass das auch Geld kosten wird. Es gibt eine Übergangszeit, bin ich der Meinung. Solange geht es noch kostenlos. Da kannst du viel ausprobieren. Aber wenn die Übergangszeit halt vorbei ist, ich glaube, es hieß immer 90 Tage, ist das. Okay. Vielleicht sind es auch nur 30 Tage. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. 90 Jahre? Die läuft halt ab, ne? Also. Okay. So, dann probieren wir es nochmal. Auf nochmal ein Tarnnetz, dann sieht mich keiner so schnell. Ich bin auch gleich so weit. Was gibt's jetzt? Ah, jetzt gibt's wieder Free Crew in der nächsten Runde. Und ich glaube, ich schaffe nicht auf Stufe 40 zu kommen, weil da würde es dann den Donatello, glaube ich, geben. Welche Stufe hast du denn bis jetzt? 31. Ja, aber der läuft ja, glaube ich, noch bis zum 3.6. Ja, also das ist Montag. Drei Stufen am Tag, das ist das Ziel. Ich glaube, da ist meine Frau nicht ganz so begeistert. Ich wollte gerade sagen, es gibt natürlich auch andere Einflussfaktoren in so einem Leben, das ist wahr. Darf man nicht vergessen. Ganz, ganz dringend. Ich muss für Donatello und Michelangelo im Keller hocke und zocke. Genau, musst du jetzt mal frei haben von ihr. Ich brauche Urlaub und Urlaub. Oh, was hast du an der Weihnachtszahlung? Die ist auch sehr schick. Sehr schön. So, ich drücke auf Battle und hole ein Bier und wetten, dann geht's ganz schnell mit Wargaming. Ja. Finde ich gut. Was sage ich? Kaum sitze ich, schon geht's los, Mensch, kann ich mal Bier machen. Aber als Entschuldigung, wenigstens eine gute Karte. Und von der Seite weiß ich auch, wo ich nach der Arti suchen muss. Ja. Bei A0. Das ist aber ganz schön hoch. Konnte man vor 6 Jahren wirklich hochfahren, aber jetzt nicht mehr. Früher konnte man sich da mal hochboosten, hieß das immer, da konntest du in den höchsten Gebirgen fahren. Die Karte ist einfach hergegeben hat, das waren vermutlich eher Bugs, da war man nie ganz sicher, waren das wirklich gewollte Bugs oder war das Zufall? Ja, das ist halt.
Ich glaube da nicht an Zufälle. Ja. Toll, hier hinter bei mir starten Valentine. Glückwunsch. Aber gegen den habe ich nichts, der will die Arti bewachen, das finde ich gut. Ja, der starrt bei mir, richtig. Man muss immer seine Arti bewachen, das ist ganz wichtig. Was? Da fährt die Selbstfahrlappette hoch. Ja, hier ist nämlich ganz dicht. Was macht sie da oben? Und jetzt wollte ich nur im Hintergrund warten. Das sind Dreier, ich hab's gar nicht gesehen. Also das war jetzt eine komische Runde. Fährt die Arti da durch die Mitte hoch? Ich habe mich doch eigentlich jetzt von da oben zu spotten oder keine Ahnung was. Okay. Ich wollte doch nur mein Bier aufmachen. Das war jetzt echt bescheiden, die Runde, du. Ich bin auch gespottet. Wie gesagt, jetzt bin auch ich gespottet und keiner. Fahr zu mir! Nix. Der Bison sagt auch, sieh. Und fragt. Ich guck mir das Video bestimmt nicht an, das könnt ihr doch vergessen. Was hat der Bison uns gesagt? Zieh los! Das ist nicht nett. Bison-Art hier, das stimmt, die hatte ich eigentlich auch immer. Wo ist die denn geblieben? Stefan hat sie nicht und ich habe sie doch. Achso, Bison ist Stufe 3, deswegen. Ja, das habe ich sie auch mit dem Namen damals lustig fand. Artillerie Stufe 3 macht einfach auch irgendwie mir jedenfalls keinen Spaß. Aber das musst du mal speziell kaufen, weil Artie auf Stufe 3 kriegst du im normalen Forschungsraum ja glaube ich nicht. Forschungsbaum. Ich glaube 4. Nee, das stimmt. Das kann durchaus möglich sein, dass das sogar jetzt alles Sammelpanzer sind. Ja. Mhm. Ja, nicht zu der Zeit, wo die im normalen Forschungsbaum waren. Ja, und ich kannte alles halt überhaupt nicht. Ich hatte ja nicht mehr Erfahrung, als du zurzeit hattest. Und dann habe ich gedacht, Bison klingt ja lustig, den nimm mal. Und wirklich Spaß gemacht hat die, glaube ich, nie. Ach ja, irgendwoher kennt ihr das. Ja, habe ich halt durchgespielt, um sie durchzuspielen. Und dann habe ich den Nachfolger genommen und dann wurde es irgendwann besser. Außer Spesen nichts gewesen. So in etwa, ja. Oh ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Platz. Naja.
Da hilft nur eins weiter. So ist es. Ist schon frustrierend, bis ihr hier die 4-3 hochzukriegen. Dann hatte ich bei der 3 ein bisschen mehr Erfolg. Ja, es wird halt schwieriger, ja. Ja, das wird dann auch umso weiter da hochkommt, shit besser. Surprise Blow. So, dann nehme ich mal wieder meine Special Taktik hier und sag mal nur für die Mission. Also bitte nicht nachahmen, oder vielleicht doch, vielleicht ist die super Lösung von Wargaming, die ich jetzt vorhabe, extra für mich ausgedacht. Du schießt jetzt unsere eigene Ari. Genau. Die eigene Ari hat zum Glück schon im Spiel so gut wie alles erlebt, deswegen. Ja. Den kannst du nicht mehr so leicht erschüttern. Ja, vielleicht ganz gut, wenn ich mal auf diese roten da schieße, auf diese Dreiergruppe. Ja, so weit komme ich nicht, bin auch außerhalb der Treffer. Der Trefferentfernung. Zwar ein gezielt, aber der Gegner ist aufgelöst. Das war ein Treffer, hier war noch ein Gegner. Hier war noch ein Gegner. Bin ich auch noch gespottet. Oh je. Kurz. Nutzt ihr eigentlich Mods? Ja, mal hatte ich auch welche, ja. Jetzt habe ich die Arti aufgemacht und jetzt haben wir die Arti auch erschossen. Das ist ja schön für sie. Junge. Ja, ich habe früher auch mit Mods gespielt, die Erscheinung verändert haben. Der Panzer, die sahen halt anders aus und aber nichts Verbotenes, kein Auto, eben Scheiß und sowas alles. Weiß ich nichts von, habe ich keine Ahnung von gehabt und jetzt ist ja im Spiel viel integriert, so dass ich jetzt endlich auch nicht mehr bemüßigt sehe, das zu machen. Ganz am Anfang gab es ja auch dreireihige Panzerkarusselle für die Garage. Jetzt hast du ja das zweifache eingestellt erfahren und es gab damals auch ein dreireihiges, sowas zum Beispiel. Das habe ich gehabt.
gab ja auch ganz andere Mods, hieß es dann immer auf YouTube, wenn du irgendwie wenn Bäume umgefallen sind auf der Karte, dann wurde das immer auf der Karte angezeigt, dass dort Bäume umgefallen sind. Da konnte man so bei genauem Studium der Karte sehen, wo die Gegner sich wohl bewegen, obwohl sie eigentlich grundsätzlich noch nicht aufgeklärt waren. Aber habe ich nie gehabt, kein Wargaming gucken bei mir, ist scheißegal, wenn ich nicht finde. Mein PC ist sauber. So gehört es mir auch. Guck neu hier ist bei mir, der mich gekillt hat. Den kenne ich aus dem deutschen Forum. Grüße gehen raus. Ausgerechnet der muss mich danach schlagen. Na gut. Hätte ich aber auch zu jedem Mal schon nachgesehen. Mist. War jetzt blöd von mir. Panzer weggeschmissen, wirklich. Ey, bin mal gespannt, ob mir das noch gewinnt oder nicht. Keep going. Jetzt verpisst sich der T67 von uns halt. Ja. Ja. Der hat sich versteckt. Ja, dem sei Hilfe, die da brauchen können. Ja, hättet ihr von zwei Seiten ihn penetrieren können, dann wäre es vielleicht anders. Aber gestern wurde ich auch ein bisschen in den Stich gelassen manchmal. So nach dem Motto, da einer stellt sich hinter mich rein, versteckt sich hinter mich. Das heißt, ich kann gar nicht nach hinten abhauen. Passiert immer wieder. Ja, ich weiß schon. Der MH10 hat jetzt die Ecke angeguckt. Der Karte. Und fährt gegen die Panzersperre. Der ist intelligent. Ja. Aber die wollen ihn alle. Wir suchen ihn. So, jetzt haben sie ihn. Das ist wo er ist. Komisch. Und da. Na, einen gibt noch raus. Aber da hinten das wird nichts, genau.
solche schlechte T28 Runden echt von mir, aber was soll's? Da muss man durch. Wenn sie mit dem Battle Pass haben wir durch. Das heißt, ich kann jetzt auf den anderen Panzer gehen. Ja, drittletzter war ja klar. Und dann haben wir noch die Stuck. Da geht es auch bloß noch um circa 1000 Erfahrung, bis ich die Grille oder Stuck 3 gehe. Ja, Grille ist Ari. Du bist eigentlich Spitzname Ari. Das ist noch Arti, oder? Das kürzt man so halt Artillerie. Ab. Art. Ich glaube, frühe Spiele, die haben das mit Ari abgekürzt. Wir jagen, ne? Ja. Und wenn du jetzt noch mit Arti, genau, dann können wir ihn flankieren quasi. Leicht vorgehalten, platzieren. Je nachdem, was für eine Map kommt. Pause oh, für ja. die Folge.